den Tagesordnungspunkt 26 sowie die Zusatzpunkte 22, 18 und 19. Beratung mehrerer Vorlagen zu Demokratie, Bürgerrechten, Zivilgesellschaft und Justiz in Zeiten der Corona-Krise. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ist es möglich, auch in der Unionsfraktion die notwendige Aufmerksamkeit herzustellen? Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Konstantin von Notz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Krisen und Katastrophen sind die Stunde der Exekutive, so hört man es beinahe täglich in Zeiten dieser Corona-Pandemie. Und das stimmt natürlich auch ein Stück weit. Aber gerade wenn dem so ist, müssen Sie auch die Stunde der parlamentarischen Debatte und der Kontrolle sein. Genau dann, wenn in einer Demokratie wie unseren vom Ausnahmezustand, von Notparlamenten und Freiheitseinschränkungen gesprochen wird, ist die Bundesregierung nicht nur in der Verantwortung, sie hat sich auch zu verantworten gegenüber diesem Hohen Haus, gegenüber der Öffentlichkeit. Und genau deswegen stellen wir hier heute diesen Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. In unserer Initiative zeigen wir in 20 Punkten dezidiert auf, wo auch nach jüngsten höchstrichterlichen Urteilen dringender Handlungsbedarf besteht. Diese Pandemie bedroht die Gesundheit von Millionen von Menschen in unserem Land, und sie zu schützen, ist zentrale Aufgabe dieses Staates. Aber weil wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben, müssen gerade in solchen Zeiten der Gesundheitsschutz und die Bewahrung unserer Freiheit Hand in Hand gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen brauchen wir keine voreiligen Stadion-Extrawürste für Profifußballvereine, sondern wir brauchen tragfähige Konzepte zum Schutz der gesamten Bevölkerung und zur Stärkung von Demokratie, Bürgerrechten und Zivilgesellschaft in dieser Pandemie. Stattdessen wird von dieser Bundesregierung zu oft beispielsweise mit unausgegorenen, am Ende diskriminierenden und stigmatisierenden Plänen zum sogenannten Immunitätsausweis verunsichert. Und wie unter dem Brennglas legt diese Pandemie auch die eklatanten Schwächen der deutschen Digitalpolitik, insbesondere beim E-Government, offen. Wegen jedem Ding müssen die Menschen zum Amt dackeln. Man muss sich mal vorstellen, was los wäre, wenn wir da vernünftig vorangekommen wären in den letzten Jahren. Massive Probleme gibt es auch weiterhin im Bereich der Justiz. Dabei brauchen wir gerade jetzt in dieser Pandemie volle Funktionsfähigkeit und einen niedrigschwelligen Zugang zum Recht. Aber beim dringenden erforderlichen Pakt für den Rechtsstaat haben Sie von der Bundesregierung leider nicht geliefert. Und deswegen fordern wir Sie erneut auf, handeln Sie endlich in diesem wichtigen Bereich für unseren Rechtsstaat. Und gerade in Krisenzeiten nehmen auch antisemitische und rassistische Anfeindungen massiv zu. Krudeste Verschwörungstheorien werden verbreitet, abstruseste Querfronten marschieren auf. All dem müssen wir zum Beispiel jetzt, wenn Journalistinnen und Journalisten offen tätlich angegriffen werden, mit aller rechtsstaatlicher Entschlossenheit begegnen. Wir brauchen eine Stärkung von Zivilgesellschaft und NGOs, ein Demokratieförderungsgesetz und nie waren Notfallfonds für den Gewaltschutz von Frauen und Kindern wichtiger als heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Satz zu Tracing-Apps sagen. Solche Apps können ein wichtiger Baustein beim Kampf gegen diese Pandemie sein. Dafür bedarf es aber zwingend vier Dingen. Erstens den klaren Grundsatz der Freiwilligkeit, zweitens die Dezentralität der Datenverwaltung, drittens die vorherige Offenlegung und Prüfung des Source Codes
und eine eigene Gesetzesgrundlage, die Vertrauen sichert und Akzeptanz garantiert. Und die Verzögerungen, das sage ich auch an dieser Stelle, sind inzwischen in diesem Bereich nicht mehr nur peinlich, sondern sie werden auch schlicht gefährlich. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie die Vorschläge unserer Initiative gerne auf. Lassen Sie uns als Parlament kritisch, aber kollegial den rechtsstaatlichen Weg durch diese Krise gemeinsam gehen. Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Axel Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit dem Inkrafttreten der ersten Corona-Verordnung am 16. März sind nun fast 8 Wochen vergangen. Umso wichtiger ist es, dass heute in der Tat wieder einmal die Stunde des Parlaments schlägt. Denn das ist der Ort zweifelsfrei, an dem man Demokratie und Bürgerrechte, die Gegenstände aller vorgelegten Anträge sind, debattieren muss. Das gilt insbesondere auch für Einschränkungen von bürgerlichen Freiheiten, die auf dem Fundament der Grundrechte stehen. Der Wert der Freiheit, so steht es im Antrag der Grünen, wird in der Krise besonders deutlich. Das erfährt meine uneingeschränkte persönliche Zustimmung. Umso wichtiger ist es daher aber, dass länger dauernde Freiheitsbeschränkungen einer demokratischen Legitimation durch das Parlament gegebenenfalls auch einer besonderen gesetzlichen Begründung bedürfen. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bei seiner Entscheidung über die Frage 800 Quadratmeter Ladenfläche darüber oder darunter ausgeführt. Denn nicht Lockerungen von Maßnahmen bedürfen einer Regelung, sondern zuallererst deren Einschränkungen, insbesondere wenn sie den Grundrechtskreis betreffen. Das gilt für die Ausübung der Religionsfreiheit genauso wie für die Versammlungsfreiheit oder die Berufsfreiheit oder den Eingriff in den unter dem Eigentumsrecht stehenden Gewerbebetrieb. Hier, wie von den Grünen allerdings verlangt, für Rechtsverordnungen auf der Grundlage von Artikel 80 Grundgesetz neben der zulässigen Leitplanke Bundesrat auch nur eine zusätzliche Leitplanke Bundestag einzuziehen, ist verfassungsrechtlich zwar grundsätzlich zulässig, aber § 5 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes, wo Sie das machen wollen, ist nicht der geeignete Platz. Denn wenn es um die Schließung von Schulen oder die Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs bei einer Infektionslage geht, ist höchste Eile geboten. Kollege Müller, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Keul? Ja, gestatte ich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sie referieren ja über die juristischen und rechtspolitischen Bedeutungen dieser Verordnungsermächtigung. Deswegen frage ich Sie an dieser Stelle, warum haben Sie dann nicht zugelassen, dass wir im Rechtsausschuss auch eine Anhörung zu dieser sehr rechtspolitischen Frage machen und haben darauf bestanden, dass allein der Gesundheitsausschuss sich damit befasst? Ich gebe Ihnen gerne die Antwort, weil für das Infektionsschutzgesetz der Gesundheitsausschuss zuständig ist. Und wir haben ja gesagt, es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, an den Sitzungen und einer Anhörung des Gesundheitsausschusses auch als Mitglied eines anderen Ausschusses teilzunehmen und gegebenenfalls auch Fragen zu stellen und die Sachverständigen um ihre Meinung zu bitten. Und das erachten wir für ausreichend. Sie wollen allerdings den Fortbestand einer entsprechenden Verordnung davon abhängig machen, dass der Bundestag in der auf den Erlass der Verordnung folgenden Sitzungswoche seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Und gerade beim Infektionsschutzgesetz halte ich das für zu riskant. Denn ansonsten entfällt ja die Rechtsgrundlage nach Ihrer Ansicht. Wie die Antragsteller sehe ich auch die Justiz in einer besonderen Verantwortung, der sie mit ihren Entscheidungen bisher absolut gerecht geworden ist. Deutschland sollte daher auch in der kommenden EU-Ratspräsidentschaft die Eingriffe in die Unabhängigkeit der dritten Gewalt durch die EU-Mitgliedstaaten wie Ungarn oder Polen besonders im Auge behalten und direkt auch ansprechen. Denn wir müssen es, um es mit dem EU-Auslandsbeauftragten Josep Borrell zu sagen, aufpassen, dass die Demokratie in diesen Ländern nicht zum Opfer der Pandemie wird. Diese Krise liefert den Nachweis auch, dass die Gesellschaften, die mit autokratischen Regimen versehen sind, gleich ob sie China oder Russland heißen, die auf intransparent und einseitige Anweisungen setzen, überlegen sind. Entlarven hat nicht überlegen sind, sondern unterlegen sind. Entlarvt hat sie populistisch agierende und argumentierende Politiker wie einen Boris Johnson oder Donald Trump oder auch einen Herrn Bolsonaro als unfähig und gefährlich.
Sicher ist, dass wir die beachtlichen Erfolge, die wir bislang erzielt haben, letztendlich darauf stützen können, dass die ganz große Mehrheit in unserer liberalen Demokratie der Menschen in diesem Land die ergriffenen Maßnahmen nicht aufgrund von Repression, sondern innerer Überzeugung mitgetragen haben. Dafür sage ich allen Danke. Die Frage ist, was wir jetzt noch zusätzlich machen sollen oder müssen, um dem Gesundheitsschutz Rechnung zu tragen, ohne dadurch die erwähnten Grundrechte über das erforderliche Maß einzuschränken. Denn nur dann tragen wir dem über allen stehenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung. Einige der Vorschläge möchte ich herausgreifen, die in den Anträgen von Grüne, Linken und FDP enthalten sind, und aber auch zugleich aufzeigen, warum wir als CDU/CSU diesen Anträgen nicht folgen können. Teilweise haben sich die Punkte auch erledigt. Das gilt beispielsweise für die Aufhebung, die gefordert wird von Gottesdienst- und Versammlungsverboten. Das ist erledigt. Wir sind auch im Bericht bereits. Da ist noch eine. Sie gestatten also eine Frage oder Bemerkung? Dann ist das jetzt. Ja. Das ist aber die letzte, die ich jetzt innerhalb Ihres Beitrages zulasse, sonst haben wir die Verdoppelung der Redezeit. Sehr, ganz reizend, Frau Präsidentin, Herr Müller, dass Sie die noch zulassen. Herr Müller, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Ich habe jetzt, also der eine Punkt, der mir wichtig ist, ich habe mir heute die Debatte der Gesundheitskollegen um das Infektionsschutzgesetz angehört. Da ist überhaupt kein Raum für Rechtsfragen und das wird bei der Anhörung ganz genauso sein. Was mir aber gerade Sorgen gemacht hat, ist, dass Sie sagen, wenn der Bundestag eingebunden wird bei dieser Verordnung, also wenn die dem Bundestag zugeleitet werden muss, damit er zustimmt, dann sei das zu gefährlich. Und jetzt haben Sie gerade beschrieben, wie wichtig die Demokratie ist und der Parlamentarismus, aber diese Aussage macht mir wirklich Sorgen. Warum ist eine Beteiligung des Bundestages gefährlich? Frau Kollegin Rottmann, in dieser Allgemeinheit sehe ich das nicht. Ich sehe das so, dass es insbesondere bei den Maßnahmen, die Grundlage des § 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz sind, und insbesondere beim Infektionsschutzgesetz, wo es um Eilentscheidungen geht, wie Schulbesuche oder der öffentliche Nahverkehr, dass man den einschränkt, da sehe ich als gefährlich an, dass Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben, falls es nicht gelingen sollte, dass der Deutsche Bundestag in der nächsten Sitzungswoche, die auf eine solche Verordnungsanordnung fällt, darüber abstimmt, ob es richtig oder falsch ist. Das halte ich für zu riskant. Diese Verbindung, diese Konnexität herzustellen, halte ich für zu riskant. Gerade bei diesen so wichtigen Eilentscheidungen. Gelingt es nämlich nicht, könnte doch sein, dass die Infektion den Deutschen Bundestag hindert, in irgendeiner Form zusammenzukommen. Dann würde die Rechtsgrundlage für dringend notwendige Eingriffe entfallen. Könnte doch passieren. Und deshalb halte ich es in diesem Zusammenhang, bei diesen Maßnahmen, für zu riskant. Verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig ist das, was Sie sagen, schon. Das habe ich ja auch ausgeführt. Aber in diesem Punkt bin ich der Meinung, dass es zu riskant ist. Lassen Sie mich auf die Tracing-App kurz eingehen, weil der Kollege von Notz das gesagt hat. Unsere Zauberformel heißt, der Kollege von Notz, doppelte Freiwilligkeit. Die Datenschutzregeln werden eingehalten, strikt, egal ob europäisch oder national. Es dürfen nur epidemiologisch relevante Kontakte der letzten 3 Wochen gespeichert werden, ohne das Bewegungsprofil zu erfassen. Die Datenfreigabe ist ebenso freiwillig, wie es freiwillig ist, ob man diese Daten weitergeben darf oder nicht. Der Betreffende entscheidet selber und es hat für ihn keine nachteiligen Konsequenzen. Und ich möchte kurz noch etwas sagen zu den Eingriffen in das föderale Staatsgefüge, wie das die FDP gerne machen würde, aber auch die Linken. Sowohl beim Katastrophen- und Infektionsschutzgesetz, denn wir haben, denke ich, gesehen, dass in diesem Vergleich mit anderen Staaten, die zentralistisch organisierten Staaten wie Frankreich oder orientierten Staaten wie Italien, schlechter durch die Krise gekommen sind als wir als föderaler Staat. Ich will Ihnen das auch an einem Beispiel zeigen. In meinem Wahlkreis in Ravensburg hat man sogar nicht nur bei den Gesundheitsämtern die Infektionsketten verfolgt, weil man gemerkt hat, dass die Kapazitäten schnell zu Ende waren. Nein, man ist sogar zu den Ortsbehörden gegangen, weil die mehr Akzeptanz erfahren und weil dort zusätzliches Personal vorhanden war. Wir begreifen den Föderalismus als DNA der Bundesrepublik. Und deshalb glauben wir auch, dass es nicht notwendig ist, sich in den Strafvollzug der Länder einzumischen. Auch dort haben wir die Infektionen vermieden.
Das, was Sie fordern von den Linken, die Zurückstellung von Freiheitsstrafen und deren Vollstreckung im Ersatzfreiheitsstrafenbereich, macht Baden-Württemberg bereits. In meiner Haftanstalt in Ravensburg gibt es keinen einzigen Infektionsfall. Zu guter Letzt sollten Sie uns auch nicht ein trojanisches Pferd hier präsentieren, in dessen Bauch Sie die audiovisuelle Aufzeichnung der Strafverhandlung genauso transportieren wie das Verhüllungsverbot von Prozessbeteiligten, das Sie auf den Prüfstand nehmen wollen, oder die Verteilung von Flüchtlingen, die Sie direkt jetzt auf die Kommunen zuweisen wollen, ohne die Bleibeperspektive zu überprüfen. Schließen will ich mit einer Forderung aus dem Antrag der FDP. Die Bildung einer unabhängigen Freiheitskommission fordern Sie, meine Damen und Herren von der FDP. Das sind wir doch schon. Das sind wir, die Mitglieder des Deutschen Bundestages, mit der Freiheit, die uns Artikel 38 Grundgesetz gibt, ungebunden, was Weisungen und Aufträge anbelangt, und nur dem Gesetz und unserem Gewissen unterworfen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Christian Wirth für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, heute hat die AfD in mehreren Anträgen ihre Sorgen über die Einschränkungen von Grundrechten in der Krise und Datenschutzverstöße bei der Corona-App geäußert. In bekannter Einigkeit haben alle Parteien von Verschwörungstheorien gesprochen. Der Rechtsstaat funktioniere doch, die AfD solle bitte aufhören, die Bürger zu verunsichern. Jetzt liegen hier Anträge von Grünen, FDP und den Linken vor, in denen die Regierung aufgefordert wird, Grundrechte zu bewahren, Maßnahmen zurückzunehmen, den Datenschutz zu achten. Wie das? Es war doch alles in Ordnung vorhin. Sie sollten diese Anträge dringend überarbeiten, sonst wird man sie noch als Verschwörungstheoretiker verleumden. Der Antrag der Linken, unabhängig davon, dass der Antrag sich in unzulässiger Weise in die Zuständigkeit der Länder einmischt, strotzt er vor Unsinn. Vorab werden die Justizvollzugsbeamten unter Generalverdacht gestellt, notwendige Corona-Maßnahmen nicht einzuhalten. Dann verlangen sie Freiheitsstrafen unter 3 Jahre auszusetzen und den Jugendarrest vollständig zu beenden. Das ist wirklich gesagt nur noch lächerlich. Die FDP macht es sich weichgespült. Der Bundestag solle bitte informiert und frühzeitig einbezogen werden. Meine Damen und Herren der FDP, Sie sind Volksvertreter und keine Bittsteller beim Kaiser. Und dann fordern Sie noch ein weiteres Expertengremium. Die Wahlen zum Ethikrat haben gezeigt, wie neutral und unparteiisch solche Gremien besetzt werden. Zu den Anträgen der Grünen. Es fehlt nicht an einer gewissen Portion Ironie, dass die Partei, die ständig aufgrund ihrer guten Ideologien die Eigentums- und Freiheitsrechte der Bürger beschneiden will, sich plötzlich als Sachwalter der Grundrechte aufschwingt. Ich sage nur Dieselverbot, Fahrverbot, Reisebeschränkungen und Energiekosten. Mit dem zweiten Antrag wollen Sie Recht und Justiz krisenfest gestalten. In beiden Anträgen gibt es einige Punkte, über die wir gerne mit Ihnen im Ausschuss reden. Leider versteckt sich aber in Ihren Anträgen einfach noch der alte Geist der Grünen. Warum wollen Sie das Gesichtsverhüllungsverbot des Gerichtsverfassungsgesetzes kippen? Und zwar nicht nur die teilweise Verhüllung, Masken, sondern auch die ganze Gesichtsverhüllung. Da scheinen Sie mal wieder einem frauenfeindlichen Ritual aschaischer Religionen das Wort reden zu wollen, nämlich der Vollverschleierung. Ein Kobold, wer Böses dabei denkt. Sie wollen unter Punkt 14 eine EU-weite Plattform schaffen, um diese qualitätsgeprüften Medien zu veröffentlichen. Den endgültigen Staatsfunk mit Gütesiegel der grünen Zensoren, finanziert mit neuen Steuern. Sie wollen unter Punkt 18 unbürokratisch und natürlich ungeprüft Ihre Zuarbeiter, die selbst erklärte Zivilgesellschafter und NGOs, mit noch mehr Steuergeldern belohnen. Das alles in Zeiten, in denen der steuerzahlende Bürger um seine Existenz ringt. Dankbar sind wir Ihnen, dass Sie wenige Wochen nach der Corona-Sitzung Mitte März der AfD mittlerweile bestätigen, dass alleine unsere Rechtsauffassung richtig war, nämlich dass § 5 Absatz 2 des Infektionsgeschutzgesetzes nicht mit den Artikeln 80 und 83 des Grundgesetzes vereinbar ist und somit alle getroffenen Maßnahmen verfassungswidrig sind. Erinnern wir uns an die Corona-Sitzung. Alle Parteien haben ohne Vorbehalt den Maßnahmen in der Corona-Krise zugestimmt, dass diese unter Umgehung des Bundestages durch die Bundesregierung getroffen werden können. Alleine die AfD hat,
natürlich von allen Medien verschwiegen, gefordert, dass für jede Maßnahme unverzüglich die Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen ist. Und das muss auch in der parlamentarischen Sommerpause so gelten. Allen Parteien ist darüber hinaus derselbe Fehler gemein. Anstatt zu fragen, was das Mindestmaß an Kontrolle und das Maximum an Freiheit in der aktuellen Lage ist, wollen sie nur an den Schrauben eines Notstandes drehen und noch schlimmer, sie wollen ihn für ihre Zwecke missbrauchen. Die Zeit der Diskussion über die Details des Lockdowns ist vorbei. Die Zeit der Debatte über sein Ende ist gekommen. Ihre Anträge sind leider aus der Zeit gefallen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir scheint so, dass es, wenn es nach der AfD geht, schon der Mund-Nasen-Schutz unter islamistisches Verhüllungsgebaren fällt. Insofern ist Ihr Beitrag nicht wirklich ernst zu nehmen, auch wenn die Lage tatsächlich ernst ist. Abgesehen davon aber ist der grüne Antrag einer, der sehr viel will und dennoch, glaube ich, immer noch zu sehr im Verteidigungsgefecht ist und zu wenig im Angriffsgefecht für die Demokratie. Warum? Jenseits von Gut und Böse Nietzsche, ich zitiere hoffentlich richtig, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht selbst dabei zum Ungeheuer wirkt. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, schaut der Abgrund bald in dich hinein. Das trifft manchmal gewiss darauf zu. Und wir müssen darauf achten, dass diese Gefahr real besteht in Form der Maßnahmen im Zuge der Corona-Epidemie. Aber er besteht erst recht in Hinsicht auf die Gefährdung der Demokratie weit jenseits der Corona-Epidemie. Und diese sind ganz klar und präzise zu benennen. Die lauten zum Beispiel Hanau, Halle und Kassel. Und sie sind in der Form zu finden, dass bis zum heutigen Tage inmitten der Demokratie, im Namen der Demokratie, mit Mitteln der Demokratie von Populisten und Extremisten versucht wird, diese Demokratie abzuschaffen. Deshalb rate ich auch dazu, dass wir weniger von Demokratie, sondern immer mehr von Republik sprechen, nämlich diesem Gesamtkunstwerk von Volkssouveränität, aber eben auch Gemeinwohl und eben auch Gewaltenteilung und Rechtsstaat. Und wenn das so ist, ist selbstverständlich der Satz, es darf keine Diskussion geben, ein Unsatz, die muss es geben. Aber dann darf es in diesen Diskussionen auch die Empörung über Lockerungsorgien geben. Und dann darf es auch erlaubt sein, und da blicke ich einerseits nach Bayern und Hamburg und andererseits nach Nordrhein-Westfalen, dass Klarheit und Konsequenz nicht Ausdruck eines Mangels von Demokratie ist, aber Wankelmütigkeit und Zaudern nicht automatisch Ausdruck der Steigerung von Demokratie. Wenn das aber auch so ist, halte ich es für notwendig, dass wir uns genau fokussieren, auf wessen Demokratie wir uns richten wollen. Und dann finde ich in der Tat es notwendig, einmal einen blinden Fleck zu löschen. Und der blinde Fleck ist derer, dass es doch auch um die Demokratie und Freiheit derer gehen muss, die womöglich in Altenheim, Senioreneinrichtungen und Behinderteneinrichtungen sterben, durch Versagen, durch unglückliche Umstände, all das. Und ich erinnere an diejenigen Risikogruppen, die einen Anspruch auf Schutz haben, aber eben auch auf Demokratie und Teilhabe und Freiheit, über die man nicht spricht, und über die sowieso schon bekannten Risikogruppen der Demokratie, die durch Armut, die durch fehlende Teilhabe, die durch Wohngebiete, in denen sie nun leben, ausgeschlossen sind. Das sind doch diejenigen, auf die wir unsere Maßnahmen der Steigerung von Demokratie aus meiner Sicht richten müssen. Und dann macht mehr Parlamentarismus Sinn. Dann macht es auch Sinn, aus meiner Sicht Bürgerräte zu bilden und gerne auch, ich bin dafür offen, Volksentscheide kombiniert mit Bürgerräten, aber nicht als Ausdruck von mehr Freiheit für sehr wenige, sondern aus Ausdruck von mehr Freiheit gerade für diese Gruppen und mehr Freiheit für die vielen. Dann, aber auch nur dann, wird die Corona-Krise womöglich auch zu einem Inkubator eines demokratisch-republikanischen Bewusstseins, das wir mehr denn je brauchen in diesen Zeiten. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Stefan Thomé für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Ich danke den Grünen und dem Kollegen von Notz für die Einbringung dieses Antrages, der auch uns die Gelegenheit gibt, ein für uns wichtiges Thema in den parlamentarischen Lauf einzubringen. Denn in der Tat ist es wichtig und notwendig, auch in diesen Tagen über Demokratie, Bürgerrechte und Zivilgesellschaft zu sprechen. Denn manche wollen in der Corona-Krise auch gerade eine Demokratiekrise sehen oder diese herbeireden. Und eine solche haben wir gerade nicht. Und das ist wichtig zu betonen. Wir haben auch einen Wettstreit der Systeme weltweit im Augenblick. Und es gibt Staaten, die wollen den Nachweis führen, dass autoritär geführte Staaten, dass undemokratische Systeme besser in der Lage seien, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Das ist gerade nicht der Fall, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Gäbe es in China eine freie Presse, gäbe es in China ein unabhängiges Parlament, dann hätte die Regierung dort nicht die Chance gehabt, so lange zu vertuschen, was im Dezember und Januar sich in Wuhan ereignet hat, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Deswegen sind autoritäre Systeme eben nicht überlegen, sind eher unterlegen und nachgerade gefährlich in solchen Situationen. Und deswegen möchte ich drei Bemerkungen machen, weshalb wir keine Demokratiekrise haben. Die erste ist, in einem demokratischen Verfassungsstaat gibt es keinen Ausnahmezustand. Wir haben weiterhin eine Gewaltenteilung und wir beweisen als Parlament, dass wir weiterhin die Regierung kontrollieren und kritisieren. Es ist eben keine Demokrat, keine Diskussionsorgie, wenn wir hinterfragen, was die Regierung tut. Wir kommen unserer originären Aufgabe nach, indem wir das tun, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die zweite Bemerkung ist bei der Bewältigung der Corona-Pandemie bei dieser Krise gilt weiterhin das Legalitätsprinzip. Alle ausübende Gewalt ist an Recht und Gesetz gebunden, so steht es in Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Und genau das ist so. Wir sind der Gesetzgeber, wir haben Recht zu setzen und das Gesetz zu schaffen. Und die dritte Gewalt, die Judikative, hat das Recht auszulegen und dessen Einhaltung zu kontrollieren. Wenn wir als Legislative in Einzelfällen der Regierung die Ermächtigung geben, durch Rechtsverordnung als Exekutive Recht zu setzen nach Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz, dann muss das die Ausnahme bleiben. Wir müssen das Recht setzen und es darf keine Aushöhlung dieser Gewaltenteilung geben, auch nicht durch Ministerpräsidentenkonferenzen als informelle Verfassungsorgane. Abstimmung ist richtig, aber sie darf nicht zur Aushöhlung der Gewaltenteilung führen, meine Damen und Herren. Und der dritte Gedanke in der noch verbleibenden Zeit, auch die Verhältnismäßigkeit wahren wir in dieser Zeit. Wir müssen prüfen, ob alles Verwaltungshandeln, Regierungshandeln notwendig, geeignet und angemessen ist und dass all diese Maßnahmen auch befristet werden. Und dazu brauchen wir, und das ist mein abschließender Gedanke, eine Kommission, die auch uns dabei unterstützt. Die Regierung umgibt sich mit einer Vielzahl von Gremien und Kommissionen. Auch wir brauchen eine solche Kommission, die uns aus der Wissenschaft in allen Disziplinen der Medizin, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft unterstützt und aus der Zivilgesellschaft, damit wir als Parlament uns den Sachverstand aneignen können und als Hüter der Bürgerrechte auch in einer solchen Krise fungieren können. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Friedrich Stretmanns für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Grünen und auch die FDP wollen mit ihren Anträgen Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 mit der Wahrung der Grundrechte verbinden. Dieses Anliegen teilt meine Fraktion. Ich möchte daher feststellen, nach den Eilmaßnahmen zur Bekämpfung des Virus zu Beginn der Krise ist es jetzt absolut erforderlich, dass wir als Parlament alle Eilmaßnahmen auf ihre weitere Berechtigung überprüfen und dann auch schrittweise zurücknehmen. Gerade wir Linke haben eine historische Lehre verinnerlicht: Ohne Grundrechte wie Demonstrationsfreiheit und Meinungsfreiheit gelingt keine gesellschaftliche Gestaltung.
Darum muss um die Bewahrung unserer Grundrechte immer wieder neu gerungen, gegen autoritäre Denkmuster verteidigt, aber auch aktiv demokratisch wahrgenommen werden. Deshalb müssen nicht die Maßnahmen der Lockerung gerechtfertigt werden, sondern die Aufrechterhaltung der Beschränkungen der Grundrechte. Wie in Kreisen üblich, genießen Verschwörungsideologien derzeit leider Hochkonjunktur. Menschen befrieden ihr Unsicherheitsgefühl durch vermeintlich einfache Erklärungen. Wir brauchen jetzt dringend Bemühungen, die dem entgegenwirken, die über das bloße Verlachen von deren Anhängerinnen und Anhängern hinausgehen. Zu den vorliegenden Anträgen möchte ich auf der Basis des bisher Gesagten folgende Anmerkungen machen. Wir Linke fordern in der Krise sehr bewusst, an alle zu denken, die sich nicht ausreichend selber schützen können. Dazu zählen für uns gerade auch die in Haftanstalten einsitzenden Gefangenen. Und darum fordern wir, dass Ersatzfreiheitsstrafen ausgesetzt werden. Der Antritt von Freiheitsstrafen von unter 3 Jahren sollte aufgeschoben werden, es sei denn, es gibt dringende Haftgründe. Jugendarrest sollte aktuell grundsätzlich ausgeschlossen werden. Und die wichtigen Besuchsverbote in den Haftanstalten sollen durch geeignete Maßnahmen abgefedert werden. In Bezug auf die Vorschläge zu den Gerichtsverfahren kann ich mich als Richter nicht damit einverstanden erklären, dass die Möglichkeit geschaffen wird, ehrenamtliche Richterinnen und Richter lediglich per Videoschalte an Verhandlungen teilnehmen zu lassen. Dieses verkennt die Bedeutung des Grundsatzes der mündlichen Verhandlung und die Bedeutung der ehrenamtlichen Richter. Ein weiterer Punkt, der höchste Aufmerksamkeit verdient, ist die Corona-App. Für uns als Linke sind hier 4 Punkte nicht verhandelbar. Wir fordern erstens klare Freiwilligkeit, zweitens transparente Entwicklung, drittens ein gesetzliches Beweiserhebungs- und Verwertungsverbot für eventuelle gerichtliche Verfahren, viertens die Beteiligung des Parlaments zur Durchführung einer parlamentarischen Kontrolle. Ich kann leider nicht auf alle Punkte hier eingehen, möchte einen wichtigen Aspekt noch benennen. Auch die Frauenhäuser sind finanziell seit langem zu schlecht ausgestattet. Die Krise hat zu einem besorgniserregenden Anstieg häuslicher Gewalt geführt. Daher ist die Forderung nach einem Notfallfonds hier völlig richtig. Darüber hinaus müssen wir aber gesellschaftlich eine Debatte über häusliche Gewalt führen. Hier muss hingeschaut werden. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Grundgesetz beschreibt unsere Gesellschaft als eine offene und einen Raum der Freiheit. Und jedes Freiheitsgrundrecht bedarf zunächst keiner Rechtfertigung. Aber klar ist auch, dass aus Freiheit Verantwortung erwächst. Und kein Mensch ist eine Insel, sondern wir haben die Verpflichtung und die Verantwortung für andere in einer Gesellschaft, die sich umeinander sorgt. Und deswegen stehen Grundrechte auch in der Pflicht, gegeneinander abgewogen zu werden. Und das ist auch der Grund, weshalb diese große Herausforderung, das krisenhafte Szenario der Covid-19-Pandemie dazu geführt hat, dass wir vor dem Hintergrund der Verpflichtung des Schutzes des Lebens, diese Grundrechtseinschränkungen beschließen und auch vollziehen mussten. Aber klar ist auch, dass diese Einschränkungen immer im Lichte der Verhältnismäßigkeit betrachtet werden müssen. Und dennoch verstört es, wenn auf der einen Seite die Gefährlichkeit dieses Virus gegen jede wissenschaftliche Vernunft geleugnet wird, oder wenn es auch Stimmen gibt, die sagen, dieser Schutz sei in diesem Umfang nicht notwendig, weil die Personengruppe, die es vor allem betrifft, in ein paar Monaten ohnehin nicht mehr am Leben sei. Das ist eine Einlassung, die weder mit dem Grundgesetz noch mit unserem Menschenbild vereinbar ist. Und dennoch muss sich jetzt der freiheitliche Rechtsstaat auf den Weg machen, diese Einschränkungen einerseits ins Verhältnis zu setzen mit der Frage des Schutzniveaus, das wir weiterhin
erhalten müssen. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, im Augenblick von Lockerungen zu sprechen, die man irgendwie gewährleistet. Eigentlich ist es umgekehrt. Auch Lockerungen sind nach wie vor Grundrechtseinschränkungen, die vielleicht nicht mehr so intensiv sind wie die vor ein paar Tagen und Wochen. Aber auch die weniger intensiven Grundrechtseinschränkungen müssen vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit und der unmittelbaren Geltung der Freiheitsrechte begründet werden. Und ich meine, dass die Begründung nach wie vor trägt. Weil es immer noch Menschen gibt, die darauf hoffen und setzen, dass dieser Staat sie schützt, dass ihre Würde garantiert wird und dass der Staat sich darum kümmert, dass sie am Leben bleiben können und in ihrer gesundheitlichen Integrität nicht beschädigt werden. Chronisch Kranke, Menschen in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern, die setzen darauf, dass auch dieser Staat ihre ganz persönlichen Grund- und Freiheitsrechte wahrnimmt. Und das macht die Situation so schwierig, aber das ist auch die große Chance der Parlamente. Die große Chance und auch die große Verpflichtung, die wir haben. Nämlich, dass wir über die rechtspolitische Dimension der Maßnahmen hier im Bundestag diskutieren und nirgendwo anders. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns über Chancen und Risiken, über die Ausgestaltung, über datenschutzrechtliche Fragen, aber auch über die Praktikabilität einer möglichen Tracing-App tatsächlich intensiv Gedanken machen. Und deswegen ist auch richtig, dass wir die Auswirkungen eines möglichen Immunitätsausweises jetzt nicht diese oder nächste Woche beraten, sondern erst zunächst einmal zum Deutschen Ethikrat geben, um ein Gutachten einzuholen und uns zu fragen, ob tatsächlich diese Konstellation mit unserem Verständnis von Grundwerten vereinbar ist. Aber klar ist auch, dass wir immer deutlich machen sollten im Deutschen Bundestag, dass hier auch nicht der Ort ist, Verschwörungstheorien zu verbreiten, beispielsweise auch zur Impfpflicht. Eine solche war nie in diesem Gesetzentwurf vorgesehen und war auch nicht mittelbar dadurch bedingt. Klar ist einfach, wir müssen deutlich machen, dass im Deutschen Bundestag auf der Grundlage von sachlichen Informationen und auf der Grundlage unseres Grundgesetzes entschieden wird. Aber diese Verantwortung haben wir übrigens nicht nur alleine. Gerade weil der Infektionsschutz vornehmlich auch eine Sache der Länder ist, müssen auch die Länderparlamente ihren Teil dazu beitragen, dass die Balance zwischen exekutiver Verantwortung auf der einen Seite, aber demokratischer, parlamentarischer Teilhabe und Kontrolle auf der anderen Seite auch gelebt wird. Und wenn wir das in einem Rechtsrahmen hinbekommen, ich glaube, dann kann dieses Land sehen, dass die Parlamente ihre Verantwortung wahrnehmen und dass durch die Verantwortung der Parlamente auch das Vertrauen der Bevölkerung steigt, dass diese Krise zu meistern ist, durch das Vertrauen in sich selbst und durch das Vertrauen in einen rechtsfähigen, handlungsfähigen Staat. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gestern haben nicht mal 100 Meter, würde ich sagen, von diesem Redepult entfernt mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger demonstriert. Ich muss sagen, die Thesen, die sie dabei vertreten haben, die sind zum Teil schwer zu ertragen. Man muss es verurteilen, dass es dabei erneut Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten gab. Aber man muss einfach mal feststellen, 100 Meter von diesem wichtigsten Redepunkt unseres Landes war es möglich zu demonstrieren und zu behaupten und zu fordern, was man will. Und das während dieser besonderen Situation, in der wir uns befinden. Und ich finde, das ist einfach mal wichtig, auch das festzustellen, weil es sagt ja was über unsere Demokratie aus, nämlich dass sie funktioniert. Und auch wir hier im Parlament als SPD-Fraktion, aber ich glaube alle anderen Fraktionen auch, machen unsere Aufgabe hier sehr, sehr gewissenhaft, die Regierung zu kontrollieren. Und bei dieser Fülle an Themen und Anträgen, die wir unter diesem Tagesordnungspunkt diskutieren, will ich mir mal die Diskussion um die Corona-App herausgreifen. Ja, da muss man ganz klar sagen,
das Vorpreschen des Gesundheitsministers und die vielen, vielen Wünsche auch des Robert-Koch-Instituts, die ich nachvollziehen kann, das hat es nicht leichter gemacht. Und die Kritik aus der Zivilgesellschaft, aber vor allem auch hier aus dem Parlament, auch von uns, hat dazu geführt, dass es verändert wurde. Und das ist beim Thema Impfpflicht oder Impfnachweis, was der Kollege Ulrich gerade gesagt hat, genau das Gleiche. Auch das zeigt, dass unsere Demokratie und dass dieses Parlament hier funktioniert. Und bei der Corona-App müssen wir jetzt schauen, dass die Kriterien, die wir brauchen, um eine hohe Akzeptanz zu haben, dass die jetzt auch erfüllt werden, dass der Datenschutz gewährt ist, dass es datensparsam ist, dass der Code transparent ist. All das sind Punkte, die müssen jetzt durchgesetzt werden. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir jetzt auch öffentlich mal einen Zeitplan präsentiert bekommen. Wann soll die App eigentlich fertig sein? Ich verstehe, dass die Grünen hier auch die Diskussion über eine gesetzliche Grundlage mit reingebracht haben. Aber wir als SPD sind der Meinung, dass wir zum Beispiel mit dieser berühmten Datenschutzgrundverordnung eben ein sehr mächtiges Instrument haben, mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten jemanden haben, der sehr genau hinschaut. Und wenn die App so kommt, freiwillig, wie es jetzt geplant ist, ohne dass die Daten weitergegeben werden können, dass es dann eben jetzt auch keiner gesetzlichen Grundlage braucht. Aber eine Sache ist uns auch klar, das ist jetzt die letzte Chance auch für den Gesundheitsminister zu liefern. Weil wenn jetzt wieder es ein Hin und Her, ein Hickhack und Unklarheiten beim Datenschutz und bei der Vertrauenswürdigkeit gibt, dann ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger leider verloren. Und das wäre schade, denn wir glauben, dass die Corona-App ein Hilfsmittel unter vielen sein kann, um uns allen in dieser Lage zu helfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Thema jetzt auch entschlossen vorantreiben. Herzlichen Dank. Und morgen schönen Feiertag, ne? Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 18.958 und 19.009 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Zur Bewältigung der Corona-Krise, Justizvollzugsanstalten entlasten, Gesundheit der Inhaftierten schützen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.014 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 18.682 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 19. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Recht und Justiz krisenfest gestalten. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.015 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 18.712 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion, wer stimmt dagegen? Die FDP-Fraktion, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.